So, hallo zusammen zum nächsten Video. Ist jetzt relativ spontan, weil jetzt bin ich den ganzen Nachmittag dran gewesen, an diesem wunderschönen Rennmaxi hier, an meinem Puch Rennmaxi S Ital Monster. Und zwar, ja, jetzt kann man sagen, jetzt ist es fahrbereit. Weil, ich hatte jetzt immer das Problem gehabt, dass ich wegen dem 90er-Bettlag, so ich hier getroffen habe. Es ist halt jetzt auch schon ein bisschen später am Nachmittag. Jetzt geht er kurz um die Sonne vor, darum nicht verwundern, dass es so finster ist. Aber ich habe jetzt hier 90er-Bettlag drauf. Ist also der Mass 90-80-17 Zoll. Und vorne nachher ist so das Standardmass, das man kennt. 80-90-17 Zoll, sehe ich hier, oder? Ja, da geht schnell schauen. Da, das ist Standardmaß. Das ist eine 80er Breite. Und hinten habe ich eine 90er Breite drauf. Wenn man es gerade irgendwo sieht, hier sieht man es ganz gut. 90er Badlegs, 80% Flanke. Und vorne 80er Badlegs mit 90% Flanke. Ja, das ist jetzt sozusagen mein Italmonster. Das Problem war einfach immer, dass mir die Kette am Pneu touchiert hat hier. Ja, das war echt das Problem. Jetzt habe ich das hier ausdistanziert mit Distanzscheibli. Und habe auch hier die Distanz müssen ändern vor Achs. Da hat es vorher einen fetten Dings drin, Distanzhülse. Jetzt habe ich eine schmale drin und mit einer Mutter versehen, dass die Achse wirklich schön drinnen sitzt. Natürlich nicht endfest angezogen, weil sonst gehen die Radlager kaputt. Aber so kann ich Distanz geben zu den Radlagern ein bisschen, oder? Wenn ich jetzt die äußere Mutter fest anziehe, gibt es nicht der ganze Druck, wo man beim Anziehen drauf auf Drahtlager, so kann ich das hier mit dem hier bestimmen, wie viel Druck das drauf geht. Das ist noch praktisch, weil auf dieser Seite innen dran ist ja auch eine Mutter, wo auch so gerade Distanz gibt für den Bremsanker hier. Ja, eine neue Achse ist auch noch gekommen. Und das konnte ich jetzt lösen. Vorher hatte ich eine Wippermann-Kette getroffen, aber die war einfach ganz breit gewesen. Jetzt habe ich eine normale Kette drauf da und jetzt kommt der Pneu nie mehr an. Also mit anderen Worten, perfekt. Motor muss ich noch abstimmen, sprich Vergaser muss eingestellt werden und Kupplung. Aber jetzt um die Jahreszeit, ich meine, heute ist der 26. Dezember. Ja, ein bisschen kalt, hä? Und auch zum Fahren ist es ein bisschen kalt. Was jetzt noch fehlt, ist ein Lenkungsdämpfer. Das wäre der nächste Part, den ich dran tue. Da noch Lenkungsdämpfer, den ich dran tue. Muss ich noch Halter basteln und den Lenkungsdämpfer suchen tun. Aber das wäre der nächste Part. Und dann wird der Rahmen noch schöner gemacht. Aber jetzt kann man wirklich sagen, jetzt ist es fahrbereit. Und über das hier habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Letztes Jahr, glaube ich. Da habe ich mir auch extrem viel Mühe gegeben mit dem mit dem Ritzelschutz. Man sieht jetzt halt nicht so gut, weil es schwarz auf schwarz ist, sozusagen. Aber hier unten habe ich noch angemacht. Und hier oben, dass man das genau ein bisschen besser sieht. Hier ist ein Blättchen drauf geschweißt, weil das geht über das Polraddeckel und hier unten geht es neben das Polraddeckel. Darum musste ich die Distanz nehmen und perfekt verarbeitet, oder? Es hat wirklich Arbeit gegeben, weil das ist handmade. Das kann man nicht so nicht kaufen. Das hat wirklich viel Arbeit gegeben. So Lumpen, Blechteile können einem schon einen ganzen Nachmittag Arbeit bescheren. Auf jeden Fall bin ich einmal so lange dran gewesen. Ja, und so sieht das jetzt aktuell aus. Jetzt geht es eigentlich nur noch um einen Lenkungsdämpfer, um das Verschönern vom Rahmen, beziehungsweise das Verschönern von den Schweissnähten und den Zusatzmetallteilen wie das hier. Hier die Halterung kommt da vorne und so weiter. So Sachen, Details einfach noch verbessern. Und wenn das so weit ist, dann kann man ganz auseinandernehmen und lackieren. Aber dass ihr so seht, dass so immer wieder etwas geht hierfür, auch wenn ich jetzt lange nicht mehr dran war. Aber das mit dem Rad hinten hat mir halt schon ein bisschen Kopfzerbrechen gegeben. Und jetzt bin ich halt mit einem ruhigen Gewissen mal dahinter gegangen, mit einem klaren Kopf.
und habe einmal eine halbwegs akzeptable Lösung gefunden, dass es funktioniert. Ja, jetzt tue ich noch schnell das Ladegerät an meine Ducati. Und die Ducati sieht übrigens jetzt auch so aus, mit einem weißen Heckrahmen dran. Ich habe jetzt gesagt, ich weiß jetzt nicht, soll ich meine Ducati schnell vornehmen? Und dann kann ich noch schnell zeigen, was hier jetzt noch alles gemacht ist worden. Also, ich tue jetzt da nicht speziell den Töpfer vornehmen, weil es aufwendig ist, hier durchzugehen. Aber im Großen und Ganzen sieht das jetzt so aus. Muss immer da manuell haben. Mit Nathalie, mit dem Autofokus funktioniert nicht immer so, wie ich das gerne wollte. Weißer Heckrahmen. Sieht richtig nice aus. Jetzt passt, jetzt ist einfach das Ganze stimmig. Weil vorher, ganz am Anfang, ist das schwarz gewesen. Das hast du echt von weitem nicht gesehen. Das ist echt nur der Tank, wo ins Auge gestochen ist, wenn man es von weitem betrachtet hat. Der Heckrahmen ist verschwunden gewesen, weil er die Farbe vom Motor hier, vom Kupplungsdeckel hat. Und das hier ist schwarz gewesen, so wie hier, oder? Ist das schwarz gewesen? Das ist einfach nicht ins Auge gestochen. Wirklich nur, wenn man dran hergegangen ist und das Bike von näherem betrachtet hat, hat man die Details wahrgenommen. Aber wenn man jetzt so weiter davor steht, so 5 Meter weg ist, jetzt zwar nicht, aber so im Prinzip, der verschwindet die Details sozusagen. Aber ich wollte ja, dass man von weitem Details sieht. Und darum habe ich gedacht, mache ich das hier rot-schwarz im gleichen Design, wie der Tank schon ist. Weil das fügt sich sozusagen perfekt daran her. Und dann ist halt der Heckrahmen noch grau gsi oder so silbergrau, und dann hast du eigentlich nur die Front wahrgenommen. Darum habe ich den Heckrahmen auch noch weiss gemacht, damit einfach das Ganze, ja, aus meiner Sicht stimmiger wirkt und von weitem auch schön raussticht und auffällt. Das ist so mein Gedanke gsi. Klar, der eine oder andere hat jetzt gesagt, das ist so ein der Look von 939 SP. Ja, jein, ja, ja. Ein bisschen Fantasie braucht es schon noch, aber es ist schon ähnlich, aber nicht ganz das gleiche. 939er ist designtechnisch eine andere Schublade als die 950er. Die 950er kann man sagen, flächere Sitzbank, mehr Gitterrohrrahmen, mehr Fläche für Schallungsteile, einmal gerade hier vorne. Das Ganze wirkt ein bisschen mehr, ich sage jetzt, noch ein bisschen moderner, noch ein bisschen sportlicher, noch ein bisschen extravaganter, noch ein bisschen gewagter im Design, auffälliger und so weiter. Und ich habe das ganze Konzept einfach durch meine Umlackierung noch mehr verstärkt, noch mehr hervorgehoben, damit man, ja, das ist einfach ein wunderschönes Bike gibt. Das ist so meine Vorstellung von meiner 950er, die ich jetzt gemacht habe, in etwa so, wie das jetzt hier dasteht. Was auch noch dazu ist gekommen, sind die Rizoma Fussrasten anstelle von der Originale. Leider ist jetzt die Sonne am Weggehen, darum habe ich einfach, ja, und meine Taschenlampe hier, ah doch, die geht jetzt wieder. So, ja, habe ich wenigstens noch ein bisschen Licht. Jetzt schnell installieren, da irgendwo. Geht doch das? Also gut. Oh. Ja, viel zu hell. Ich kann das anders. Ja. Nein, du blöde Lampe. Kannst du bleiben stehen? Ah, weißt du was? Fuck you, Mann. Fick dich. So, also. Ah, ist eben. Die Fussrasten waren vorher drauf gewesen, mit dem Gummi oben drauf. Und jetzt ist wieder Autofokus deaktiviert. Ah, oh, bin ich. Eieiei. So, also. Das war vorher gewesen. Der Gummi bietet halt ein mehr Fahrkomfort, weil es weicher ist. Also ja, jetzt ist der Bolle hart, aber es ist jetzt auch Winter. Aber bietet ein mehr Fahrkomfort. Das Problem ist einfach, wenn du so dreckigen Boden hast wie hier, dann hast du den Dreck am Stiefel oder es ist nass, du hast überhaupt keinen Halt auf dem Fussrasten. Also es ist rutschig wie am Morgen auf dem Gummi. Und ich bin schon einmal, zweimal so ein bisschen zu rutschen getroffen. Ist mir nicht so wohl, wenn du ein bisschen zügiger durch die Kurve fährst und dann hast du keinen richtigen Halt auf den Fussrasten. Das ist scheiße. Jetzt hat die Taschenlampe wieder den Geist aufgegeben. Wunderschön, wie das funktioniert hier.
Und das andere ist, ich muss wieder ein bisschen ins Licht. Das andere ist, er ist, hat hier eine flache Oberfläche und hat nicht, keine schöne Abrundung hier. Und wenn du dann den Fuß drauf bewegen willst, so, dann hast du einfach immer so eine Kante und eine Fläche. Es fühlt sich einfach nicht so, ja, wie soll ich sagen. Der hier ist jetzt schön abgerundet, so kenne ich es noch auf meinen Rennmofas, habe ich ja beim Metal Monster auch so runde Fußraster. Die sind ja jetzt nicht ganz rund, aber die haben die gleiche Rundung oben drüber. Und das fühlt sich einfach agiler an, sozusagen. Man fühlt sich einfach handlicher an auf dem Fußrasten, ja. Es ist einfach eine angenehmere Bedienung. Und dann habe ich hier die gerüppelte Oberfläche, also sprich Dreck oder Feuchtigkeit macht, hat hier keinen Einfluss, ja immer die gleiche Grip sozusagen drauf. Das ist so ein bisschen ein Sicherheitsfaktor, klar Optik, bessere Ergonomie, bessere Sicherheit. Und es ist auch noch ein Spürli leichter, weil es, ja, Spürli, es ist deutlich leichter, weil der Fußraster gefühlt halb so gross ist. Das sind so Sachen einfach. Wenn ich einfach mal so über den Winter jetzt gemacht habe, hier auf dieser Seite natürlich auch, jetzt ist echt das Problem, ja, ich muss ein bisschen die Beleuchtung aufschrauben haben, jetzt ist echt das Problem, was soll ich eigentlich sagen, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ah, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich habe einfach hier die Flaps montiert, anstelle von den Sozius-Fußrasten, die sind aus Aluminium, die sind ja zehntel so schwer wie Sozius-Fußrasten, also Gewichtsersparnis. Gewichtsersparnis, bessere Optik, bessere Sicherheit, bessere Ergonomie in der Bedienung. Und da, das Deckel hier habe ich noch gewechselt. Ich weiss, ich mache den da, wenn der TÜV fahrbereit ist, jetzt ist er nicht fahrbereit. Jetzt ist Winterzeit, fahren ist sowieso nichts. Und dann kann ich dann noch ein bisschen mehr in Details rein, wie sich das Ganze jetzt anfühlt, wenn man wieder fahren kann. Ja, das ist echt so das, was ich so wollte zeigen. Und dann hier noch das Windschild ist noch hergekommen. Original ist es ja da das kleine Schwarze gewesen, hier oben drüben einfach. In dieser Grösse, so das Dreieck, einfach nur gerade hier. Das hier sieht einfach optisch besser aus. Jetzt habe ich es so, wie ich es eigentlich wollte. Hier vorne alles Carbon. Und ja, was das Optische betrifft, bin ich eigentlich mehr oder weniger fertig. Jetzt nehme ich noch schnell die Sitzbank weg, weil drunter ist die Batterie und hänge das Ladegerät an. Und das hier, das habe ich ja, glaube ich, auch schon gezeigt. Ja, das ist original Silber, das ist unlackierter Kunststoff gewesen, so wie. Ui, das da hier da. Wenn man es jetzt noch gerade so würde sehen. Also, ich weiss, die Sonne geht weg. Ja, so. Spontanes Video von meinen aktuellen Bikes, wo ich am dran schrauben bin. Hypermotard bin ich am dran schrauben gewesen. Jetzt bin ich fertig und Italmonster ist noch das Thema gewesen. Und jetzt hat ich gesagt, ja, hier lasse ich einfach mal sein, schaue, dass ich Lenkungsdämpfer bekomme, dass ich den kann installieren. Und dann geht es weiter hinter mein Rennmaxi, 70 Kubik Rennmaxi, das kann ich auch noch schnell zeigen. Ja, und über das Pocketbike habe ich schon ein Video gemacht. Das habt ihr ja auch schon gesehen. Was da gegangen ist, da kann ich jetzt nicht speziell drauf ein. Metra-Kit muss ich einschicken, zum Aufbohren auf das nächste Übermass vom Kolben. 47,5 ist das nächste Übermass. 47,0 hat er jetzt noch, damit meine Bodykit-Kolben drin Platz haben. Ich habe da zwei Stück gekauft und ich habe noch ein Ersatz-Metra-Kit, wo ich den eins auch noch porte auf das gleiche Layout wie dieser hier. Als Ersatzzylinder oder je nachdem, mal schauen. Aber einfach mal eins, dass die Kolben drin Platz haben. Und mein 70 Kubik Rennmaxi hier hat jetzt der grob IOTA Motor drauf, leider noch ohne Vergaser, ohne Zündung, ohne Auspuff. Ja, das Auspuff ist demnächst ja auch nachher. RHR ist dann noch dahinter gegangen. Und nach das grosse ASU-Kit muss ich noch machen, aber da bin ich noch nicht so weit, was den Motor betrifft. Und den Schaden habe ich auch noch nicht repariert. Wie gesagt, ich habe noch Zeit, es ist noch Winter. Unfallschaden muss noch repariert werden, sprich, der Reifen vorne muss gewechselt werden, schauen, dass der Lenkanschlag wieder super funktioniert, schauen, dass das Lenkkopflagerspiel nicht mehr vorhanden ist, die Schale alles kontrollieren, ob Rissbildung vorhanden ist, ob Kugeln kaputt gegangen sind, wenn nicht, wenn alles in Ordnung ist, einfach wieder super einstellen und so weiter. Das sind so Sachen, die ich noch machen muss hier.
Und er kommt hier die Zündung noch zu suchen, Seilzugstarter noch zu suchen, die Auspuffe, wenn sie fertig umgeschweißt sind, kommen dran. Habe ich ja zweierlei. Und das grosse Asu-Kit. Und dann, ja, so der Motor langsam aber sicher funktionstüchtig gewesen. Aber eben, ich habe noch einiges zu tun. Und jetzt, ui, jetzt geht der Auspuff hier. Jetzt mal schauen, sieht man das? Ich habe probiert, die Bühle hier rauszunehmen. Ich weiß nicht, wie gut man es jetzt sieht. Aber ich habe da eine Schraube drauf geschweißt und probiert rauszuschlagen. So viel toll, dass es sogar ein Loch hat reingerissen. Und die Bühle ist immer noch drin geblieben. Dann muss ich auch noch rausschneiden, neues Blech einsetzen. Und dann hat der Auspuff auch wieder keine Bühle mehr. Der Rucki-Motor wäre dieser hier. Und da bin ich aktuell noch an anderen Sachen dran. Ja, das ist eigentlich so kurz erklärt. Und jetzt hätte ich gesagt, dass ich noch schnell die Sitzbank wegnehme. Ja, in etwa so, he? Kann man das so her tun, dass ich das etwas wegnehme. Also. So. Und noch die Beleuchtung aufschrauben, da, dass man etwas sieht. Vielleicht so. Ja, also. Das geht hier recht einfach. Da habe ich hier an der rechten Seite einen Schlüssel. Dann kann ich die Schraube hier lösen. Das ist eigentlich praktisch gelöst. Klar, mit dem Bajonettverschluss wäre es noch schneller, so wie ich es bei mir im Haus gewahrnahm. Aber es ist jetzt ein Bugatti. Aber es funktioniert ja fast so schnell. Ja, voilà, schon ein Ding. Also. Hier Batterie, Stauraum, Fehlanzeige. Hier ist die Batterie. Da ist noch Lumpe und alles, Werkzeug. Aber die Batterie hängt jetzt an. Das tue ich mal weg. Ja, so. Also. Hier meine Batterie, neuer Klettverschluss her, weil der alte kaputt gegangen ist. Das hat jetzt eigentlich wieder richtig gut. Aber es gibt noch technische Aktion. Etwa wegen dem, wo ich noch muss in die Ducati-Werkstatt bringen. Aber das mache ich dann im Frühling, wenn es der Service gibt. Der erste Service, sozusagen. Weil ich habe ja von der Einfahrservice gehabt. Vor 5.500 oder 5.000 Kilometern. Ja, dann wünsche ich euch bis dahin noch einen schönen Tag und viel Vergnügen bei dem, was ihr macht, winterprojektmässig. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Peace.